Wir stehen hier bei der Ehrenamtsgala und ich habe neben mir Onno Eckert, Landrat des Kreises Gotha. Und Sie sind nicht unerheblich an dieser Preisverleihung beteiligt. Was ist denn hier Ihre offizielle Rolle gewesen? Ja, meine offizielle Rolle ist die des Landrats. Also ich kann ja die Jacke des Landrats sowieso im Grunde nie ausziehen. Auch wenn ich selber im Ehrenamt unterwegs bin, bleibe ich immer ein bisschen Landrat. Aber heute war es ja tatsächlich ganz offiziell als Landrat für den Landkreis, für die Region, Dankeschön zu sagen bei den Menschen oder bei einem Teil der Menschen, die im Landkreis sich engagieren, die Gutes tun, die Dinge tun, die oftmals gar nicht so sehr groß wahrgenommen werden. Und das einfach auch mal ins Scheinwerferlicht zu rücken, kann man gar nicht oft genug machen. Von mir aus könnten wir jede Woche Ehrenamtsgala machen. Aber ich denke, mit einer großen, einmal im Jahr, ist es auch schon ein Schritt neben den beiden anderen. Dankeschön. Feuerwehr und der Sportgala. Was ist denn das Besondere an dem Ehrenamt in Ihrer Sicht? Ja, es gibt ja so klassische Sprüche, die man dann als Politiker und Kommunalpolitiker auch dann antwortet. Ein Satz ist zum Beispiel, das Ehrenamt ist das Blut in den Adern der Region. Das klingt so ein bisschen wie einstudiert, aber es bringt halt die Rolle des Ehrenamts tatsächlich gut auf den Punkt. Weil wenn wir uns angucken, was alles wegfallen würde, wenn die Menschen sich nicht mehr engagieren würden, ohne zu fragen, was kriege ich davon oder dafür, sondern einfach zu sagen, ich packe an, ich mache das einfach. Dann wäre wirklich ganz, ganz vieles weg, was die Region wirklich ausmacht, was die Region liebenswert macht, was das Miteinander prägt und was die Menschen auch abholt und eben für das Gemeinwesen auch wirklich sorgt. Das ist in der Natur der Sache. Wir haben mit dieser Veranstaltung hier in der Stadthalle jetzt zum dritten Mal diesen Rahmen gewählt und ich glaube, in den letzten Jahren habe ich es immer auch mal mit durchklingen lassen. Wir wollen diese Veranstaltung an dieser Stelle auch aufwachsen lassen. Trotz allem würden wir alle diejenigen einladen wollen, die sich im Landkreis ehrenamtlich engagieren und das persönliche Dankeschön auch verdient hätten, dann müssten wir es, glaube ich, als Open-Air-Veranstaltung machen. Und ich bin mir relativ sicher, dass selbst unsere großen Veranstaltungsorte, an die ich da denke, zum Beispiel das Stadion, nicht ausreichend wären, wenn wir alle ehrenamtlich Engagierten einladen würden. Deshalb möchte ich Sie auch bitten, den Dank, den Sie hier hoffentlich heute auch selbst wahrnehmen, auch mitzunehmen an diejenigen, die im Ehrenamt an Ihrer Seite stehen. Die Thüringer Ehrenamtscards, sie sind eine ganz besondere Auszeichnung. Sie werden an Menschen verliehen, die sich über die Maße hinaus und in ganz besonderer Art und Weise für andere einsetzen, für die Gemeinschaft einsetzen. Seit dem 23. November 2007, also schon 17 Jahre, wird die Thüringer Ehrenamtscard auch hier im Landkreis Gotha gemeinsam mit der Thüringer Ehrenamtsstiftung verliehen. Insgesamt sind schon 825 Bürgerinnen und Bürger hier im Landkreis Gotha mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet worden. Also bitte ich nun zur Verleihung der Thüringer Ehrenamtscards Christian Kirchner und Jörg Heisner von der Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.V. aus Gotha hier auf die Bühne. Das ist Ihr Applaus. Ich bitte jetzt auf die Bühne Nicole Steuding und Katrin Marlin vom Freundeskreis der Stadtbibliothek Heinrich Heine in Gotha. Ich bitte Christa Willing, Georg Herder, Gabriele Herder von der Stadtbibliothek Heinrich Heine hier auf die Bühne. Also schön, wenn man Vereinsmitglieder hat, auf die man sich so verlassen kann wie auf diese drei. Ich bitte in folgender Reihenfolge auf die Bühne: Jürgen Oschmann, Wolfgang Schilk und Siegfried Horn vom Ortrufer Kegelsportverein. Ich bitte jetzt die Frau mit dem schönen Lächeln hier zu uns auf die Bühne, Karin Wagner. Die Thüringer Ehrenamtscards sind verliehen. Jetzt kommen wir zur Verleihung der Ehrenbriefe des Freistaates Thüringen. Der Ehrenbrief des Freistaats Thüringen zur Würdigung herausragender Leistungen wird Frau Gudrun Stichling, Gemeinde Dreigleichen, für Verdienste um das Gemeinwohl Dank und Anerkennung ausgesprochen.
Erfurt den 8. Juli 2024, Bodo Ramelow, der Thüringer Ministerpräsident. Herzlichen Glückwunsch. Zur Würdigung herausragender Leistung wird Herrn Konrad Schatz aus der Gemeinde Georgenthal für Verdienste um das Gemeinwohl Dank und Anerkennung ausgesprochen. Erfurt, den 29. April, Bodo Ramelow, der Thüringer Ministerpräsident. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ehrenbrief des Freistaats Thüringen. Zur Würdigung herausragender Leistung wird Frau Jeanette Hill aus Georgenthal für Verdienste um das Gemeinwohl Dank und Anerkennung ausgesprochen. Erfurt, den 29. April, Bodo Ramelow, der Thüringer Ministerpräsident. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ehrenbrief des Freistaates Thüringen. Zur Würdigung herausragender Leistung wird Herrn Dieter Trebschuh aus Gotha für Verdienste um das Gemeinwohl Dank und Anerkennung ausgesprochen. Erfurt, den 29. April, Bodo Ramelow, der Thüringer Ministerpräsident. Herzlichen Dank. Wie ging es Ihnen, als Sie hörten, wer hier in besonderer Weise ausgezeichnet worden ist? Wir haben ja einmal die Freunde von Schloss Reinhardsbrunn und dann einmal die Sportlergruppe des Bodelschwinghofes. Das sind doch zwei sehr unterschiedliche Bereiche. Wie ging es Ihnen damit? Reinhardsbrunn ist ja seit vielen Jahren durch ein breit ins Ehrenamt eingebettet. Und das Ehrenamt hat dazu geführt, dass Schloss Reinhardsbrunn nicht in Vergessenheit gerät. Dass Schloss Reinhardsbrunn eine Rolle spielt, landespolitisch, in der Landesregierung, dass unter Christine Lieberknecht und unter der Fortsetzung von Bodo Ramelow tatsächlich dieses Schloss auch enteignet worden ist, denkmalschutzrechtlich, und damit auch denkmalrechtliche Geschichte geschrieben worden ist. Das hat das Ehrenamt gemacht und das muss man auch würdigen. Und das hatte zwei Aspekte, einmal zurückzublicken, aber eben auch Schloss Reinhardsbrunn nochmal wieder in den Fokus zu rücken, weil wir natürlich auch die Hoffnung haben, dass mit der neuen Landesregierung der Weg, den die letzte Landesregierung beschritten hat, Schloss Reinhardsbrunn zu sichern, zugänglich zu machen und weiterzuentwickeln, dass der auch weitergegangen werden wird. Wenn Sie jemanden kennen, der sich ehrenamtlich ganz besonders engagiert, Sie können gerne Vorschläge einreichen. Also zum einen für die Thüringer Ehrenamtscard und zum anderen natürlich auch für die Ehrenbriefe des Freistaates Thüringen. Dafür ist meine Kollegin, die Frau Habermann, zuständig, die den Abend hier heute auch organisiert. Sie ist also auch da, sie ist für Sie ansprechbar. Jetzt folgt eine ganz besondere Verleihung. Wir kommen nämlich nun zum höchsten Preis des heutigen Abends, der gemeinsamen Ehrenamtsgala des Landkreises Gotha und der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha. Denn wenn es schon eine gemeinsame Gala gibt, dann braucht es auch einen gemeinsamen Preis. Und er heißt Couragiert in der Region, wird heute zum dritten Mal verliehen und ist mit einem Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro dotiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Leidenschaft und das außergewöhnliche Engagement von Peter Köllner, Andreas Page und Martina Giese-Rothe sowie den Schlossfreunden Reinhardsbrunn sind ein leuchtendes Beispiel für uns alle. Sie haben gezeigt, dass es möglich ist, Geschichte lebendig zu erhalten und für die Zukunft zu bewahren. Dafür gebührt Ihnen unser tiefster Dank und unsere Anerkennung. Sie sind ein bestes Beispiel dafür, für unseren Preis Couragiert in der Region. Und hier nochmals vielen Dank. Ich freue mich ganz besonders, dass ich das mit unserem Landrat, Herr Onno Eckert, Ihnen heute den Preis überreichen darf und bitte Sie deshalb auf die Bühne. Herr Peter Köllner, Herr Andreas Page und Martina Giese-Rothe. Ich bitte um einen Applaus. Ich
freue mich, dass hier Menschen ausgezeichnet werden, die in ganz besonderer Weise das Ehrenamt leben und ausfüllen. Und hier stehen drei Preisträgerinnen und Preisträger neben mir, die einen hervorragenden Preis gewonnen haben. Was ist denn das für einer? Ja, wir werden für unser Engagement, für unsere Courage, die wir gezeigt haben, heute ausgezeichnet. Und damit haben wir eigentlich nicht gerechnet. Und wir freuen uns, denke ich mal, insgesamt über den Preis. Was ist denn das, was Sie tun? Was ist für ein Ehrenamt haben Sie denn ausgefüllt? Wir haben uns für das für den Erhalt von Schloss Reinhardsbrunn engagiert. Wir machen das jetzt seit 15 Jahren. Wir haben den Weg gegangen, um für das Gemeinwohl, für die Region das Schloss zu erhalten. Mein persönlicher Fokus liegt darin, dass wir Arbeitsplätze in die Region holen. Und auch das Geschichtliche darf eben nicht vergessen werden, wofür wir halt auch stehen und sagen, das ist Kultur, das muss erhalten werden. Und ja, wir haben es nicht immer einfach gehabt mit unserem Engagement. Uns haben wir uns gegenseitig auch gepusht. Und ich möchte auch an dieser Stelle ein Danke an Andreas und auch an Peter sagen, dass wir immer so zusammengehalten haben und haben wirklich teilweise nicht, also was heißt teilweise, wir haben nicht an uns gedacht, wir haben wirklich an die Region gedacht, dass wir das Schloss erhalten. Es ist uns so ans Herz gewachsen. Für mich ist Reinhardsbrunn meine Heimat und ich werde auch nicht aufgeben. Wir werden bis zum Schluss kämpfen, um es wirklich, ja. Und Nutzung zuzuführen, das kann sein. Genau, ja. Gut, ich bin mehr der Theoretiker, deswegen rede ich lieber weniger. Ja, und bin auch seit langer Zeit dabei, durch Martina ganz speziell und durch Andreas mit reingekommen. Und bin natürlich als der, der auch in Friedrichroda gewohnt hat, schon immer gewohnt hat und gelebt hat, unheimlich stark interessiert gewesen an dem Fortkommen von Reinhardsbrunn. Aber Reinhardsbrunn nicht nur Schloss, sondern die Gesamtregion Reinhardsbrunn. Und vor allem, was mich immer umgetrieben hat, war der Tourismus, der ja seit Anfang der 90er noch stark im Argen gelegen hat. Und immer wieder gepusht werden muss. Und Reinhardsbrunn hat Potenzial, glaube ich, ohne Ende, glauben wir alle. Das Potenzial, was wir sehen, liegt weit in der Vergangenheit. Unter anderem bei der Elisabeth von Thüringen, Ungarn, Hessen, die heilige Elisabeth. Also es bietet für jeden, für Gläubige und auch Nichtgläubige Potenzial. Und das muss touristisch genutzt werden. Dazu kommt natürlich noch das, was Andreas vorhin gesagt hat, nämlich, dass wir das englische Königshaus gerne mit einbeziehen, weil ja seit, muss man sagen, die Königin Victoria in alter Zeit bei uns in Reinhardsbrunn war, ab 1845 und dann später nach dem Tod ihres Mannes, wir eigentlich ja, Tourismus-Highlights haben, Alleinstellungsmerkmale, die viele andere sich wünschen würden. Und das wollen wir, dass das umgesetzt wird. Und dazu versuchen wir auch, die Motivation in die Stadt hineinzutragen und in die Region, damit das auch gegriffen wird durch die Politik, durch jeden, der eben engagiert ist. Und unsere Community unterstützt uns dabei. Community ist im Internet unser Wirkungskreis und dann haben wir einzelne Mitglieder. Wir haben so eine Kaffeerunde und die Kaffeerunde ist dazu da, um unsere Gedanken nach außen zu tragen oder Gedanken von außen nach innen. Gleichzeitig sind wir engagiert in den Fördervereinen. Der alte Förderverein ist aufgelöst, da kann aber Andreas mehr dazu sagen. Darf ich noch die Punkte erwähnen, dass wir die Petition gestartet haben in Eigeninitiative, wo ich auch wirklich Peter danken muss, der sich nächtelang hingesetzt hat zur Auswertung, wo Andreas, Peter und wir das dann auch an die Staatskanzlei gegeben haben. Und natürlich muss man auch sagen, ein Dankeschön an den scheidenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der das wirklich mit auf den Weg gebracht hat. Und ja, und auch das Interesse von dem Herrn Innenminister Georg Mayer, der immer zugänglich war, auch an die ein Dankeschön. Und ja, wir hoffen, dass es weiter so noch in der Zusammenarbeit weitergeht, dass wir es bis zum Ende führen können. Das Problem bei Schloss Reinhardsbrunn war ja, dass nach der Wiedervereinigung durch die Treuhand das Objekt verkauft wurde an ja, wen auch immer und eine höchst wechselvolle Geschichte war, die eigentlich eine
Destruktionsgeschichte ist. Das Schloss verfiel, es wechselte, es wurde mit eigentümlichen Belastungen finanzieller Art belegt. Also im Grundbuch gab es tolle Eintragungen in zig Millionen Höhe, also mindestens 10, sofern ich weiß. Also eigentlich war das Schloss unverkäuflich geworden. Und wenn Sie und alle, die sich da engagiert hätten, nicht sich zusammengetan hätten, dann wäre auch der Enteignungsvorgang durch den Freistaat Thüringen vermutlich nie in Gang gekommen. Der ist einmalig in der Denkmalschutzlandschaft. Und von daher muss ich sagen, was für ein Gefühl war es, als Sie hörten, das hat geklappt. Ja, das war ein sehr herzliches, tolles Gefühl, aber auch das Gefühl, jetzt geht's erst richtig los, weil mit der Enteignung von Reinhardsbrunn ist unsere Aufgabe noch nicht erledigt, weil wir müssen jetzt die Connection schaffen, die Verbindung und die Unterstützung, den Rückenhalt in der Bevölkerung stärken, damit es weiterhin steil aufwärts geht. Und wir haben so viel Potenzial, dass wir eigentlich gute Chancen haben, das nach vorwärts zu entwickeln. Aber ich würde es nicht den Behörden, Beamten, Land allein überlassen, sondern der Bevölkerung alles mit einbeziehen, den Rückenhalt in der Bevölkerung nutzen, um halt den Wind zu schaffen, es nach vorne zu bringen. Ja, und ein großer Clou ist ja eben gelungen, dass wir halt diesen Briefkontakt nach England zustande gebracht haben. Erst mit Prinz Philipp vor über 10 Jahren und jetzt mit König Charles III. Und jeder Brief wird beantwortet und der König bekommt jedes Jahr, oder damals auch sein Vater hat jedes Jahr einen Kalender bekommen. Es kommt was zurück und es besteht ernsthaftes Interesse in Großbritannien an Schloss Reinhardsbrunn. Und das sehe ich immer wieder, wenn ich die Briefe in Händen halte und halt lesen darf. Ne? Ja. Ja, dann kann ich nur sagen, ich gratuliere euch und eurer ganzen Gruppe ganz, ganz herzlich im Namen von Oskar am Freitag TV. Und Ihre Arbeit ist unvorstellbar wertvoll. Und von daher herzlichen Dank und ich sage toi, toi, toi. Wir schauen nicht zurück und ich habe gerade gehört, wir schauen in die Zukunft und freuen uns auf ein wunderbares Ensemble, was mit Sicherheit entstehen kann. Die Botschafterinnen und Botschafter des Landkreises Gotha 2025-26, das Sportteam des Bodelschwinghofs Mechterstädt. Ich darf Sie bitten, nach vorne zu kommen. Stellvertretend begrüßen wir heute unter anderem auf der Bühne den Trainer und Sporttherapeut Florian Crucius, Trainer Markus Mühr sowie Skilangläuferin Sandra Schneider, Schwimmerin Manuela Kalbitz, Radsportler Tobias Göring und Snowboarder Christian Mondin. Herzlichen Glückwunsch. Der Botschafter des Landkreises, lange Tradition. Ja, es ist eine Sportgruppe und wir wollen jetzt hier ganz bewusst nicht eine zweite Sportgala ins Leben rufen. Aber die Sportlerinnen und Sportler vom Bodelschwinghof, die sind eben noch viel mehr als Sportler. Die sprechen nämlich eine Sprache des Engagements, des Herzens mit ganz großer Begeisterung. Wer das erlebt, mit welcher Begeisterung diese Menschen Sport treiben und auch auftreten. Ich habe sie in Berlin getroffen zu den internationalen Special Olympics. Da merkt man richtig, wie groß die Begeisterung ist. Und damit sind sie tatsächlich ein Botschafter des Landkreises, wenn nicht gerade der Botschafter des Landkreises, für das, wie ich mir auch wünsche, dass wir vielleicht als Nichtbehinderte vielleicht ein bisschen mehr miteinander umgehen, mehr mit Herzlichkeit, mehr mit Offenheit, mehr mit Ehrlichkeit und einfach richtig mit großer Herzenswärme. Und deshalb ist es wirklich der beste Botschafter, den wir finden konnten für die Jahre 25, 26. Dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesen beiden Wahlen. Ich finde diese beiden Gruppen fantastisch. Ich habe natürlich auch die Schlossgeschichte mitverfolgt als Bürger. Ich kriege das ein oder andere mit von den Sportlern und habe auch gerade jetzt im kleinen Gespräch erlebt, die brennen für das, was sie da tun. Und ich meine, was gibt es Schöneres als jemanden, der für das brennt und sich engagiert für das, was er tut? Und arbeiten, trainieren müssen sie genauso wie jeder andere Sportler auch. Also da gibt es keinen Unterschied wahrscheinlich, oder?
Nee, ganz und gar nicht. Also ich glaube, dass der Ehrgeiz in dem Bereich sogar vielleicht noch ein bisschen größer ist als an manch anderer Stelle und dass es vielleicht sogar auch Aufgabe der Trainer ist, da so ein Stück weit zu bremsen, damit tatsächlich der Trainingseffekt auch nicht überpaced wird, nicht übertrieben wird, sondern wirklich das auch weiter sich entwickelt. Und das ist wirklich beeindruckend, was die Sportlerinnen und Sportler da zaubern. Und ich stehe mit einer Gruppe von Sportlerinnen und Sportlern hier zusammen, die gerade eine außerordentlich wichtige Ehrung bekommen haben. Und ich glaube, ich fühle, wie stolz sie sein dürfen, weil ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, aber was haben Sie eigentlich bekommen? Wir sind jetzt die Werbebotschafter vom Landkreis Gotha. Und was bedeutet das? Wir repräsentieren den Landkreis für die nächsten 2 Jahre, für 2025 und 2026. Und sind sehr bemüht, das zu schaffen. Dann frage ich mal gleich, was machen Sie eigentlich? Warum, glaubt ihr, habt ihr diese Ehrung bekommen? Und ich sage natürlich auch verdient. Weil wir seit über 20 Jahren mit unseren Sportlern vom Bodelschwinghof in ganz vielen Sportarten die Region vertreten, in Thüringen, in Deutschland, in Europa und in der Welt. Und das durchaus mit einigen Medaillenerfolgen. Also ich habe ja mitbekommen, dass Sie eine ganze Menge Erfolge haben. Was für Sportarten betreibt ihr denn? Ich fange mal hier so links neben mir an. Radsport. Was machen Sie? Ich Tischtennis und Radfahren. Ich bin Snowboarder und Torhüter vom Bodelschwinghof Mechterstädt. Ich bin der Trainer. Nicht unwesentlich. Ich bin der Trainer im Snowboard und im Fußball. Ich mache Skilanglauf und ich mache Fußball und Tischtennis und Schwimmen. Und ich bin eine Schwimmerin. Also ich erstaune und kann nur sagen, meine Güte, seid ihr vielfältig. Was verbindet euch denn eigentlich? Ich meine, ihr wohnt alle oder habt alle was mit dem Bodelschwinghof zu tun. Kann mir jemand kurz sagen, was das Charakteristische dieser Einrichtung ist, dieses Hofes ist? Wer will das tun? Dass die Einrichtung sich seit über 75 Jahren für Menschen mit Handicaps einsetzt, sie fördert. Und das sieht man ja ganz daran, dass wir im Sport zum Beispiel sehr erfolgreich sind. Und wenn man so sich die Thüringer Liga anguckt und die anderen Einrichtungen, können wir mit Stolz sagen, dass wir eine der ersten Einrichtungen in Thüringen waren, die unter ihrem Vereinstag auch eine eigene Sparte haben, eine Sparte Rehabilitationssport, wo Menschen mit Handicaps und Menschen ohne Handicaps, also wirklich inklusiv, sich selbst organisieren. Und das ist ein Verein im Verein und dort wird der Sport organisiert und wir als Einrichtung versuchen, das finanziell und ideell auch mit zu unterstützen, beziehungsweise auch pädagogisch. Ich kann ja nur sagen, ich finde es ganz fantastisch, dass Sie das tun. Und ich glaube, dass Inklusion im allerwertvollsten Sinne für unsere Gesellschaft eine Bedeutung haben muss. Wir müssen einfach eine Normalität bekommen. Hey, wir sind alle Menschen, Punkt. Das verbindet uns ungeheuerlich und das freut mich auch. Und trotzdem gibt es Besonderheiten, die man berücksichtigen muss. Was machen Sie als Trainer? Wie stellen Sie sich auf die Situation ein? Also es ist manchmal nicht einfach. Man hat natürlich seine eigenen Ansprüche, auch sage ich mal als selber ehemaliger Leistungssportler, hat man auch seine eigenen Ansprüche und das muss man immer versuchen, auch den Spagat zu finden, auch mit den besonderen Bedürfnissen der Special Olympics Athleten. Aber das macht sehr viel Spaß und die Sportler geben das mit ganz viel Freude hundertfach wieder zurück. Dann kann ich nur sagen, ich bewundere euch, ich finde euch fantastisch, ich wünsche euch ganz viel Glück und ganz viel Erfolge, weil ich weiß, sportliche Erfolge muss man sich erarbeiten, die kriegt man nicht geschenkt. Und ihr tut dafür was, sonst würdet ihr nicht ganz oben mitspielen. Und deswegen sage ich, toi, 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 die Ehrung für euch als Gruppe, als Sportlerinnen und Sportler ist mehr als verdient. Geht raus in die Welt, in den Landkreis, in die Stadt. Erzählt, was ihr tut, sagt, was ihr macht. Und ich kann nur sagen, eure Arbeit ist wertvoll, ihr seid wertvoll. Ich freue mich, dass ihr ausgezeichnet worden seid. Danke. Danke. Dann sage ich herzlichen Dank und ich weiß, Sie selber sind auch im Ehrenamt tätig.
Von daher, Sie gehen mit gutem Beispiel voran. Von daher, alles Gute und vielleicht werden Sie eines Tages auch ausgezeichnet. Naja, ich mache ja das Ehrenamt nicht, um ausgezeichnet zu werden. Ich finde, auch Landräte müssen gar nicht ausgezeichnet werden. Sie müssen ihren Job ordentlich machen. Das ist Auszeichnung genug. Aber tatsächlich aus meiner Erfahrung des Ehrenamts will ich doch auch einladen dazu, ehrenamtlich aktiv zu werden, weil es eben nicht nur geben ist, sondern auch nehmen. Wer im Ehrenamt gibt, der bekommt auch was zurück. Da muss man vielleicht die Augen für offen halten. Und deshalb ist das Ehrenamt an sich eigentlich auch das, was die Anerkennung produziert in ganz vielen Punkten. Und deshalb ist so eine Ehrenamtsskala nur eine ganz kleine Ergänzung zu dem, was man aus dem Ehrenamt auch gewinnen kann. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.